Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Shattered World. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Letzte Spätschicht, jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Zeit. Morgen ist Nachtschicht dran. Und, so, wer wollte gehen? Total verpasst. Okay, der Micha. Gut, okay. Sehr schön. Eigentlich nicht, aber egal. Ich habe heute vor, deswegen warte ich auf den Mond, dass wir heute mal ein Ritual machen. So ein ganz kleines Ritual, und zwar für diese Dinger. Division Sigil. You must perform Activation Ritual, sneak right click on an enchanting table for more options. Details, ne? Details, genau. Machen wir doch gerade mal ein. So, zack, 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 zack. Wunderbar. Enchantment Table. Den packe ich jetzt erstmal dahin und dann... Achso, Sneak, ne? Altar doesn't have a redstone circle. Altar cannot see the moon. Altar has... Aha. Too early, okay. Gut. Also der muss raus. Klar, das ist gar kein Ding. Ich habe auch schon ein bisschen Redstone. Ich habe auch hier noch was. Den Zaun kann ich erstmal wegpacken. Ich habe natürlich schon was vorbereitet, weil das Ritual, das kennt man ja, ne? Also man muss so ein Altar eben aufbauen. So einen kleinen. Da hinten habe ich mal eine Plattform gemacht. Und ich habe schon wieder keinen Sound. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe vorher noch gehabt. Naja, egal. So, also. Da, wo die erste Torch ist. Da. Kommt jetzt erstmal der Altar hin. Dann. Redstone Circle, haben wir ja eben gelesen. Does not have a Redstone Circle. Okay, Altar cannot see the moon. Okay, der sieht ihn jetzt. Has sufficient natural earth. Also hier muss Erde sein. Nee, warte mal, hier nochmal T. Altar ist in Darkness. Okay, das passt. Too early. Oh, wir könnten... Altar must not be... okay. Hier noch die Kerzen aus. Ach, immer noch. Okay, too early. Nee, jetzt müsste es gehen, weil es leuchtet jetzt, genau. So, das dahin. Jawohl. Wow. Was bist denn du? Okay, was haben wir da? Oh, Cursed Earth, genau, das wollte ich. Wow. Wow. Alter, was bist denn du denn für ein Vieh? Na? Also ich hätte mir das jetzt ein bisschen krasser vorgestellt. Aber du hau mal ab. Ja, zack, 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 zack. Können ja noch ein bisschen was einsammeln. Okay. Hallo? Der haut auch mal ab. Wie viel haben wir denn? Wir haben 9, das reicht mir. Und wir haben ein aktiviertes Signal. Sigil. Signal, das war gut. Also ich hätte es gedacht, das wäre ein bisschen dramatischer. Hallo. Oh nein! Wie krass ist das denn? Ups. Aber hier Soulbound funktioniert super. Terra Steel Helmet of Revealing und Terra Steel Boots habe ich ja mittlerweile gemacht. Und ein Terra Blade. Ja, jetzt werde ich erstmal schlafen. Hm. Ja, das war, und der Golden Bag of Holding hat auch geklappt. Super. Schade, da habe ich leider... Moment, das muss ich jetzt gleich mal noch reparieren, bevor ich das vergesse. Hier. Magical Wood. Ist auch relativ einfach herzustellen. Gucken wir doch mal. Also hier 4 Enchanted Books, ein Bookshelf und dann sowas. Und dann kriegt man eins. So, jetzt sage ich euch mal einen Trick. Enchanted Books, hier sowas, ne? Flimflam. Ist wirklich eine richtig miese Verzauberung. Wenn man das auf der Rüstung hat und man wird gehauen, dann kriegt derjenige, der gehauen hat, richtig Paras. Also jetzt nicht in dem Sinn, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Halluzinationen bekommt, sondern die... Minecraft-Figur kriegt dann eventuell Halluzinationen, hört dann irgendwelche Viecher oder irgendwelches Zeug verzaubert sich, beziehungsweise kriegt dann irgendwie in der Maus-Overlay einen ganz komischen Text. Also die ist richtig mies. Aber ich möchte jetzt einfach nur darauf mit Flimflam 2, ne, ein Buch und 2 Emeralds. Wenn man 4 davon macht und macht dann dieses Rezept, kann man bis zu, ich glaube, 23 Bücher oder 23 Magical Wood bekommen. Aus einem
Hier, einmal Rezepten. Rezepten, geil. Ist auch ein geiles Wort. So, zack. Und mit Magical Wood und dem Golden Bag of Holding kriegt man das Reincarnating. Reincarnating. Ich muss nochmal, glaube ich, in die Schule oder sowas. Mal Englisch lernen. So, wie komme ich denn jetzt darüber? Haben wir noch irgendwo ein Jetpack? Ich glaube nicht, ne? Ein Glider wäre nicht schlecht. Moment. Ne, das war verkehrt. Da. Ein Glider. Diesen da. Hanglider, genau. Brauchen wir noch ein paar Steaks? Warum habe ich eigentlich immer noch die Weihnachtsmusik drin? Warte. Danke. Mein Gott. Ich habe ganz vergessen, dass ich mir das auf so Schnelltasten gelegt habe. So. War das so? Nee, war nicht. Dann so, hm? Ja, genau. 1, 2. Und dann. So, soll ich jetzt nochmal sterben? Verliere ich nicht besonders viel. All das Leder lasse ich besser mal da. Man weiß ja nie, ne? Gut. Zack und zack. Aber wir haben ein gutes Schwert. Achso, ja, genau. Das ist mittlerweile Unbreaking 3, Sharpness 5, Soulbound 1. Klar, deswegen habe ich es ja noch. Und Looting 3. Und hat im Moment... Ja, das hat eine gute Damage bekommen, weil... Die sind auch weg. Deswegen laufe ich auch im Moment so langsam. Bloß meine Red Heart Kanister sind noch da. Das ist okay. Das ist okay, ja. Wenn die Red Heart Kanister da bleiben, dann ist es gut. So, ich hoffe, dass wir dann dorthin kommen. Und ich wundere mich, warum ich hier nicht den Berg hochkomme, gell? So. Na. Da brennt alles, das ist okay. Der End brennt auch. So, jetzt muss ich mich langsam mal runterfallen lassen. Hallo? Ah, okay. Ich schwebte mal drüber. Ja, ganz toll. Hallo, End, hau ab. Hau ab! Du sollst abhauen, Alter. Wie bleibt Leben an der? So. Ich brenne. Das ist nicht so toll. Warte mal, ich habe doch eine Gießkanne, oder? Wo ist die Gießkanne? Wo ist die? Ne, die ist nicht da. Okay. Egal. Den mache ich mal weg. Den. 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 Und den. Genauso wie den. Es ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt die Blöcke wegmache. Verdammt, und ich habe keinen Magneten. Moment. Ne, die kriege ich nicht. Schade. Weil das wird mir jetzt gleich mal abhauen, ne? Das Zeug. Hier komme ich jetzt wieder zurück. Gott. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt gerade mal mein Zeug zurück und dann, ja. Komm, ich bin ich gleich wieder da. Weil ich müsste jetzt nochmal zurück ein paar Blöcke holen und, ja, das würde mir jetzt ein bisschen zu lange dauern. Also bis gleich. Mann, ey. So, erneut. Nein. Erneuter Anflug auf die und wir haben Black Plague. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Wow. Hey. Gott. Ganz schnell das Zeug holen, weil ich glaube, ich verbrenne gleich. Nee, doch nicht, okay. Machen wir hier noch zu. Geh mal her. Puh, so, Moment, das, und das da und dann weg. Verdammt nochmal. Alter Schwede. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Ember Charge, okay. Kann ich damit was anstellen? Bestimmt, ne? Nö. Erstmal weg. Erstmal rein. Rein mit dir. Danke. Puh. Es wird bestimmt nicht das erste und das letzte Mal gewesen sein, wo ich jetzt heute gestorben bin. Achso, ja, noch ganz kurz. Ich habe ja hier, das seht ihr vielleicht, die GUI ist ein bisschen anders. Ja, ich war beim Night Thunder 25. Ne, schöne Grüße an dieser Stelle. Und habe dort ein bisschen mit Ars Magica rumgespielt. Beziehungsweise er hat mir gesagt, hier, nimm doch mal das Buch. Und bam, hatte ich diese GUI. Und habe mittlerweile auch 2 Level. Hm, könnte man sich vielleicht auch mal mit beschäftigen. So, jetzt muss ich erstmal hier noch ein bisschen sortieren. Also das noch rein, genau. Dann, nee, du, da nicht, aber da. Und irgendwas hatte ich noch vergessen. Ja, genau, hier.
Band of Mana. Zack. Wumm. Jetzt ist Terra Blade auch wieder ganz. So, du kommst auf 1. Du kommst auf 2, 3. Du auf 4 und du auf 5. Warum bist du noch da? Gut. Aber hier. Active Number of Users Remain 256. Sehr gut. Angel Ring. Weil den möchte ich herstellen. Warte mal, kann man den einem... Ja, kann man. Okay, super. Da kann man dann später noch die Wings ändern. Genau. Fury, Invisible, Feathery. Oh gut, schauen wir einfach mal. Aber das Rezept ist ganz... Ja. 2 Unstable Ingots brauchen wir. Wir brauchen 4 Gold. Wir brauchen 2 einen Netherstar. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Gut. Ich mache jetzt erstmal einen. Und ich mache das jetzt nicht mit vollen Taschen. Ich mache das jetzt anders. Ich mache jetzt mal die Taschen leer und dann schauen wir mal. So, so war die Taschen jetzt leer gemacht. Und jetzt, um die Unstable Ingots herzustellen, braucht man das Rezept. Und das geht auch nur in... wo steht's? Ja, genau. Also erstes Mal, Unstable Ingots haben eine... Ja, 10... Die haben... Quasi ein Countdown von 10 Sekunden und dann explodieren sie. They also explode if you leave the crafting GUI or if they are thrown on the floor. Do not craft unless ready. Gut. Of course not because you're saying... Also man kann es nur in einem normalen Crafting Table machen. Muss dann eben ganz schnell sein. Und man kann auch jetzt nicht irgendwie mit Shift-Rechtsklick das Rezept dann reinmachen. Deswegen... So, haben die jetzt schon? Ne, haben sie nicht. Man kann die auch nur einzeln rausnehmen. So, du dahin, du dahin, dann... Nein, schon zu spät. Okay. Geh mal her, das Grab. Nicht wundern, dass... Hier unten drunter ist ein, unten drunter ist ein Soundmuffler. So, jetzt nochmal ein Diamant. 2 Stück. Und Eisen. Und Gold haben wir nur noch 1, 2, 3, 4. Mal nochmal das Rezept angucken. Okay, die kommen unten rein. Okay. Gut, und dann der Netherstar. Ja, okay, super. Probieren wir es doch nochmal. Ich habe 2 Silber-Ingots. Es wird nichts damit. Nehmen wir die Eisen. So, okay. Wird das da dahin? Das da dahin? 1, 2, 3, 4. Dann. Und. Ja! Jawohl, wir haben unseren Angel Ring. Sehr gut. Jetzt können wir fliegen. Haha, cool. Juhu! Und ich glaube, mit dem Sash und allem drum dran sind wir sogar noch ein bisschen schneller. Ja. Genau. Guckt, also so ist es jetzt mit dem Sash. Und wenn ich das jetzt ausziehe, ist es etwas langsamer. Aber wir können fliegen. Damit brauchen wir also dieses Jetpack nicht mehr. Das ist sehr nice. Und die brauchen wir auch nicht mehr. Weil mit dem Angel Ring hat man, glaube ich, auch Feather Falling. Moment, das testen wir doch gleich. Ja, genau, super. Hätte ich mir das eigentlich sparen können hier mit Feather Falling, ja, egal. Falls man eben mal den Ring verlieren sollte, hat man wenigstens so ein bisschen Feather Falling. Super. Wisst ihr dann, was wir jetzt machen? Erstmal die Bücher holen, genau. Wir werden jetzt unsere Terra-Stil-Rüstung verzaubern. Weil darauf arbeite ich eigentlich schon die ganze Zeit hin. So, also einmal Unbreaking. Soulborn auf jeden Fall. Sharpness brauchen wir nicht. Looting brauchen wir auch nicht. Protection. Nee. Ich hatte doch noch... Ah, okay, die habe ich ausgeliehen, die Bücher. Schade, okay, gut, dann machen wir das nächste Mal. Gar kein Ding. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal da reinpacken. Die anderen sollen sich den Ring selbst machen. So, warte mal, wie macht man... Ne, warte mal, Utils. Ah ja, okay, gut. So und so. Dragon Wings, genau. Und jetzt? Ja, geil. Cool. Ah, ich liebe es. Ich liebe es.
Sehr nice. Sehr, sehr nice. Cool. Das kann ich jetzt mal reinpacken. Jawohl, die nehme ich mal noch mit wegen Rüstung. Na gut, obwohl. Das ist eigentlich wurscht. Egal. So, was haben wir da noch alles drin? Das da, das da, das da, das. Ne, das nicht. Das da. Und da sieht er auch schon was anderes. Ne? Hier sowas. Da kommen wir ein anderes Mal drauf. Vielleicht am Montag. Mal gucken. Mal gucken, wie ich drauf bin. Weil das braucht dann doch ein bisschen noch ein bisschen Vorbereitung und sowas. Wo ist meine Schaufel? Da ist meine Schaufel. Und das da. Noch irgendwas. Ah, ja, hier ist meine Gießkanne. Top. Top. Die hätte ich da drüben gut gebraucht. So, wann war das noch weg? Das kommt weg. Das weg, das weg, das. Cursed Earth. Ich glaube mit Cursed. Oh, warte mal. Gut, ich habe mich mal kurz mit dem Relativ unterhalten. Der ist nämlich auch bei dem Bestiarium dabei. Da ein bisschen zu machen. Und achso, ja. Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Keine Ahnung. Aber möglich. Wie gesagt, testen wir später mal. Ja, was mache ich eigentlich jetzt hier? Ja, genau, ich will da gucken. Ja, kenne ich. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß absolut nicht, was ich hier machen wollte. Ah, ich wollte euch noch was zeigen, genau. Aber da sind wir hier verkehrt. Ah, ich kann jetzt fliegen. So, aber für die anderen muss ich das natürlich auch noch machen, klar. So, das habt ihr ja gesehen. Ne? Unsere Erzverarbeitung 2.0. Die funktioniert wunderbar. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, bei den Autopackagern gibt es verschiedene Modi. Seht ihr zum Beispiel einen Weiler, 2x2, dann 3x3. Und mit Shift-Rechtsklick kann man den Mod ändern. Und wir haben den jetzt hier auf 2x2 eingestellt. Das heißt, mit den. Wo sind sie? Da. Genau, mit diesen Crushed. Was haben wir hier? Da haben wir Broken, genau. Und da haben wir Powdered. Also hier mit den Ores, mit denen, was man da eben rausbekommt. Die kann man ja in einem 2x2-Feld, also 1, 2 und dann Nummer hier 2, ne, kann man die ja zum Dust machen. Hallo? Nein, du rein. Und das macht er ja automatisch. Und deswegen dann auch nur 2x2 only. Weil ansonsten kann er damit nichts anfangen. Wenn ihr zum Beispiel da noch reinpacken wollt, Kohle oder sowas, dann könnt ihr da auch sagen, 2x2 und dann 3x3. Also ihr habt ja die verschiedenen Modi jetzt gesehen. 3x3 only, 3x3 hollow, wenn ihr irgendwie was bauen wollt. Und dann könnt ihr da auch Kohleblöcke machen. Zum Beispiel mit diesem Auto-Packager. So, und wir haben jetzt hier noch eine kleine Straße. Und zwar für, ne, das jetzt nicht unbedingt, aber für Soul Sand und Netherrack. Netherrack wird hier hingestellt, Stone Barrel mit Lava rein. In dem Exportbus wird Redstone exportiert. Dann kriegen wir hier Netherrack. Das wird unten drunter über ein Itemkonto da hochgezogen. Und hier das gleiche mit Witchwater bzw. Soul Sand. Wir machen hier Witchwater, ne? Eine Stone Barrel. Eine Stone Barrel, sage ich. Eine Oak Barrel, also eine Holz Barrel. Holz Barrel, genau. Wood Barrel, wenn dann schon. Mit Zylium. Ja. Wasser rein. Dann gibt es ja Witchwater. Und dann wird dann hier Sand exportiert. Aber auch nur, wenn wir da mehr als 65 im. Oder beziehungsweise, wenn wir. Levels are above or equal to limit, genau. Wenn wir mindestens 65 Sand im System haben, von den Pulverizern da hinten, dann macht er das erst. Und somit kriegen wir dann auch von dem Sand. Warum wird das nicht abgezogen? Rogen Kobalt. Das sollte eigentlich hier reinkommen. Warum? Ja, da muss ich vielleicht später nochmal gucken. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das macht er. Und dann müsste es eigentlich auch hier reingehen. Ja, genau. Also ich habe das so gemacht. Wir kriegen aus dem Netherrack, den müssen wir übrigens erst pulverisieren. Aus dem Pulverisierten kriegen wir Sulfur und dann. Na komm, warte mal. Netherrack, genau. Netherrack. Utils. Gehen wir einfach mal durch. Hier. Crushed Netherrack. So, aus dem Crushed Netherrack kriegen wir dann Broken Ardite und Broken Cobalt Ore.
Und Sunstone. Naja, 1%, okay. Und das 2 und das auch 2. So. Dieses Zeug wird dann hier reingepackt. Da dann eben hier Auto-Packager und dann hier Crushed Kobalt Ore zum Beispiel. Das sollte eigentlich auch rausgezogen werden. Ich glaube, ich habe da den Kanal falsch. Da macht er dann auch wieder das Gleiche. Ne? Er nimmt sich hier das Crushed Kobalt Ore, packt es zusammen und die Dust und die Gravels und was weiß ich, ne, Sand, Gravel und Sand kommt dann hier raus, wird dann hier nochmal reingepackt, damit wir einfach den Output ein bisschen erhöhen. Weil wie ihr wisst, genau, Powdered, das packe ich jetzt auch mal so da rein. Wenn man das eben nochmal zweimal hämmert, das Zeug vom Gravel, also Gravel zu Sand, Sand zu Dust, dann bekommt man ja ein bisschen mehr von diesen Zeugsen hier. So, und du wurdest jetzt abgezogen und bist jetzt da drin, genau. Und da kriegen wir jetzt eben Kobaltohr, Adatohr, Nether Quartz kriegen wir, Netherwarzen bekommen wir, wir bekommen Gastränen und wir kriegen Sunstone. Das ist, glaube ich, für Olli auch ganz interessant, wenn wir Sunstone haben. Ansonsten, ja, hier noch ein bisschen aufgeräumt, das war's eigentlich. Ja, hier unten zeige ich euch mal ganz kurz. Also hier sind die ganzen Kabel und da habe ich jetzt anscheinend noch einen Fehler drin. Du bist, nee, warte mal, was bist denn du für ein Input? Schauen wir doch einfach mal. Insert, grün. Was für eine Farbe bist du da hinten? Achso, ich kann jetzt... Ah, du bist braun, okay. Muss ich, glaube ich, braun nehmen, oder? Gott, das sieht man so schlecht. Ja, genau, braun. Muss ich braun nehmen, dann passt es auch wieder. Braun, okay. Lass bloß mal gucken, nicht, dass er da irgendwie anderes Zeug reinpackt. Nö, das sieht gut aus. Genau, jetzt hat er hier das Bogen-Kobalt-Ohr, was er jetzt da vorher bekommen hat. Und in dem Sieb wird direkt der Soulsand reingepackt. Und von dem Pulverizer kommt dann hier das Crushed Netherrack. Genau, hier Soulsand. Und das geht nicht da rein, sondern hier geht nur Netherrack rein. Geht dann hier direkt in den Sieb. Der Sieb hat dann nochmal einen zweiten Input mit Soulsand. Und das Zeugs, was jetzt eben hier über den Auto-Packager und über den Hammerer geht, wird dann erstmal hier komplett durchgejaucht. Und ich habe das jetzt so gemacht, weil ich ja, da seht ihr es, ich habe dem gesagt, mit einem Advanced Item Filter, dass er dieses Zeug nicht importieren soll. Also quasi eine Blacklist gemacht. Weil wenn ich das jetzt umgekehrt gemacht hätte, hätte ich sowieso einen Advanced Item Filter gebraucht. Weil, ja, ich hätte ja bloß gesagt, der soll das Gravel und das Sand reinmachen. Für das Ardite und das Kobalt. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 gewesen. Habe ich gedacht, okay, machst du ein bisschen schlauer. Machst du es mal so. Weil so kann man dann auch sagen, okay, man kann da jetzt noch irgendwas durchsieben und muss dann hier nichts mehr machen. Deswegen auch die Blacklist. So, so viel mal dazu. Jetzt gehe ich erstmal pennen. Und ich glaube, die Folge hat es jetzt auch hinter sich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube... Aber was wir jetzt mit dem Angel Ring alles machen können, das ist Wahnsinn. Wir können endlich mal diese Brücke fertig bauen. Die Plattform können wir wegmachen. Hier den Steg können wir wegmachen und ich kann, wie gesagt, die Brücke fertig bauen. Wow, was ist denn hier los? Hallo? Wer bist denn du? Hä? Ghoul Zombie. Tschüss. Und du? Was bist du? Wow. Wow. Eine riesengroße Fledermaus. Au, aua. Schnell weg hier. Ich kann schneller fliegen als du. Hehe. So, schon ist er weg. Gut. Wunderbar. Und dann können wir auch hier endlich mal so ein bisschen, ne, Weg abkürzen und sowas. Ah, ich finde es geil. Angel Ring. Sehr schön, sehr schön. Gut, gut. Nice, nice. So, aber in diesem Sinne würde ich ja mal sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und würde dann sagen, wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt mir ein Like, ne? Natürlich auch nur, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich würde dann einfach mal sagen, dass ich das dann einfach nochmal sagen werde. Und ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns. Gott, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.